Herzlich willkommen, Feuer Gamer, Zack McFly. Wieder für euch am Start hier mit, ihr seht es schon, die Oculus Quest 2 ist bei mir angekommen. Jetzt auch schon gut 2 Wochen, also seit Release auf jeden Fall. Leider kam ich bis jetzt noch nicht dazu. Aus privaten Gründen einfach, aber ab sofort gibt es mit dieser neuen schönen Brille auch ein bisschen Content von mir. So, wie ihr seht, packe ich das Ding gerade voller Stolz aus. Ja, es ist sehr gut verpackt gewesen, eine stabile Box auf jeden Fall. Da muss man nichts befürchten, dass da irgendwie was beim Versand kaputt geht. Und als allererstes die neuen Controller. Und was sofort auffällt, die sind deutlich größer, was heißt deutlich größer, sind auf jeden Fall größer als bei der Oculus Quest 1. Da haben wir den Vergleich und man sieht auf jeden Fall schon den Größenunterschied. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, also ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Am Anfang war es ein bisschen komisch, ich hatte irgendwie das Gefühl eher, dass die wegrutschen könnten aus der Hand als bei den anderen. Aber zum Beispiel diese Ablagefläche für den Daumen ist auf jeden Fall sehr praktisch. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Herzstück der Quest 2. So, erstmal da den ganzen Schutz abmachen. Hier fällt auch schon direkt auf, dass der Riemen ein bisschen anders ist. Nach ein bisschen Testen kann ich sagen, bequem ist was anderes. Es ist schon eine Alternativlösung unterwegs. Deshalb, es war ja schon der Tragekomfort bei der Quest 1 jetzt nicht der beste. Und ich würde fast sagen, man hat ihn bei der Quest 2 ja jetzt nicht viel verschlimmert, aber auf jeden Fall auch nicht verbessert. Ja, man sieht hier schon, sie sehen relativ ähnlich aus. Was schon mal auffällt, man hat nur noch einen AUX-Ausgang. Ist auf jeden Fall auch praktisch. Ich musste mir für die Quest 2 so spezielle Kopfhörer holen. Und der Anschalter ist auf der anderen Seite. Das hat mich tierisch verwirrt am Anfang. Aber klar, gewöhnt man sich natürlich auch dran. So, hier ist auch noch dabei so ein Abstandsaufsatz, sage ich mal, für Brillengläser gedacht. Ist jetzt nicht so mega krass, aber ja, vielleicht reichen diese paar Millimeter. Muss ich aber auch dazu sagen direkt, ich habe direkt einen komplett neuen Schutz bestellt aus so einem Kunstleder und hoffe, dass der ein bisschen bequemer ist, weil bei längeren Spielsessions merkt man auf jeden Fall, dass das ein bisschen unangenehm wird im Gesicht. Ja, auch noch natürlich dabei ein paar Instruktionen, natürlich wie man die Quest bedienen kann. Allerdings alles auf Französisch. Da die Quest 2 in Deutschland nicht vertrieben wird oder allgemein Oculus, glaube ich, gar nicht mehr. Ladekabel natürlich dabei. Sogar mit Adapter, nicht wie bei Apple. Wo war ich? Das Ganze habe ich bei Amazon.fr, also aus Frankreich, bestellt, weil diese Brille leider nicht in Deutschland vertrieben wird. Ja, hier sieht man auch nochmal schön das Ladekabel eingesteckt und direkt die Brille am Aufladen. Unten haben wir dann auch nochmal die Knöpfe für laut und leiser. Der Regler für den Augenabstand gibt es nicht, das habe ich jetzt auch im Nachhinein rausgefunden. Man kann die Gläser in der Brille verschieben, verrücken und stellt so im Prinzip den Augenabstand ein. Ja, und das war eigentlich auch schon so das kurze und knackige Unboxing. War sehr spontan, wie man auch sieht hier in meinem Wohnzimmer. Wie gesagt, es kommt jetzt wieder mehr von mir. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage mal so ein paar Videos machen, wie man denn dann auch die Brille mit dem PC verbinden kann, auch den Bildschirm spiegeln kann, und zwar mit Kabel gebunden oder aber auch eine kabellose Variante. Und dann kommen natürlich auch wieder ein paar Let's Plays von mir. Wenn ihr noch weitere Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten haut rein, abonniert den Kanal. Wir sehen uns.